Viel wurde nicht verändert im Vergleich zur ersten Generation des R8, auch wenn er nun wesentlich frischer und dynamischer ausschaut. Dadurch aber, dass Audi wesentliche Bauteile vom Vorgänger übernahm, ist sicher auch die Evolutionsfähigkeit des Modells begrenzt. Somit kann Audi auch den Spieß umdrehen und vom letzten seiner Art sprechen, denn sowohl Motor wie auch Fahrwerk wären aufgrund der relativ geringen Stückzahl eine kaum zu leistende Neuentwicklung geworden. Der letzte seiner Art ist allerdings der Motor, denn die Ära freisaugender Hochdrehzahlmaschinen geht unweigerlich dem Ende zu. Wir beklagen das Verschwinden dieser Gattung, für die der Audi V10 ein besonders schönes Exemplar ist. Speziell der Klang der 10-Zylinder macht Freude und begeistert durch mehr Aggressivität als ein blubbernder 8-Zylinder. Das Ansprechverhalten verschafft ein Dauergrinsen. Das freie Herausdrehen bis über 8500 Umdrehungen pro Minute kann kein Turbomotor bieten. Somit ist der R8 auch als Spider ein echter Racer. Unter der großen Klappe aus Kohlefaser, die sich über das Fahrzeugheck wölbt, steckt ein hochgeschwindigkeitsfestes Stoffverdeck, das sich nicht nur bei Stillstand, sondern bis zu 50 km/h öffnen und schließen lässt. Darunter versteckt sich wiederum der bekannte, für die neue Modellgeneration jedoch nochmals verfeinerte 5,2 Liter V10 Motor, der hier 397 kW bzw. 540 PS bei 7800 Umdrehungen pro Minute leistet und mit einem maximalen Drehmoment von 540 Newtonmetern bei 6500 Umdrehungen pro Minute aufwartet. Der Zyklusverbrauch liegt bei 11,7 Litern pro 100 Kilometer und dieser Wert lässt sich im Alltag auch durchaus erreichen. Ganze 3,6 Sekunden dauert der Spurt von 0 auf 100. Die Spitzengeschwindigkeit liegt bei 318 km/h. Ohne die kuriosen Abregelungsspielereien, mit denen sich die Konkurrenz gerne beschäftigt. Nun gibt es den Audi R8 V10 auch als Spider. Schon den Vorgänger gab es in dieser offenen Variante und das Fahrzeug ist recht ordentlich unterwegs. Es ist etwas steifer als der Vorgänger. Das merkt man deutlich, gerade auf der Rennstrecke und wenn man sehr, sehr schnell durch Kurven wedelt. Insgesamt muss man sagen, was kann dieses Auto anders oder besser als viele andere? Erstmal hat Audi ein ganz eigenes Konzept. Das Auto sieht auch als Coupé immer so ein bisschen aus, als wenn es vorne zu kurz ist und hinten zu lang. Dieses fällt hier bei dem Cabrio gar nicht auf und es steht ihm sehr, sehr gut, diese veränderte Proportion. Und das Fahrzeug ist eben in dieser Klasse ganz alleine da. Es braucht 3,6 Sekunden von 0 auf 100. Es sei nur angemerkt, dass es ziemlich genau die gleiche Beschleunigung von 0 auf 100 wie beim aktuellen Panamera, der Limousine von Porsche, dem Panamera Turbo und auch der bald kommende Mercedes AMG GTR, das neue Spitzenprodukt, der ist genauso schnell wie der Audi R8 hier in der kleinen Motorisierung. Kleine Motorisierung, gutes Stichwort, denn dieses Fahrzeug wird es im Gegensatz zum Coupé nur mit dem kleineren Motor geben. Dieser Motor mit 540 PS, den gibt es in dem R8, aber es gibt eben auch den R8 Plus und der hat 610 PS. Und dieser große Motor bleibt dem R8 Plus als Coupé vorbehalten und dem Lamborghini Huracan. Und das soll er ja auch, denn die allermeisten, die dieses Fahrzeug benutzen, werden dieses Fahrzeug zum Cruisen gebrauchen und eben nicht auf die Rennstrecke ausführen. Insgesamt ist das ein sehr, sehr feines Fahrzeug. Wie schon gesagt, es macht sehr viel Freude. Die Details sind verbessert. Ein wirklich gutes Auto, was einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die erste Generation war in vielen Dingen noch sehr grob. Und hier merkt man schon den Feinschliff, der typisch für Audi ist. Das Exterieur ist deutlich moderner und dynamischer geworden. Leider wirkt der Vorgänger dadurch nun etwas barock und behäbig. Der sogenannte Single-Frame-Kühlergrill wirkt zwar klotzig und die Seitenformgebung vermittelt mit seinem weit nach hinten gezogenen Blade mehr Luftführung als Design. Trotzdem wirkt der Spider sportlicher und proportionierter als die geschlossene R8-Variante. Während das Coupé im Heck sehr überstreckt wirkt, kann der Spider mit dynamischer Eleganz punkten. Allerdings nur im geöffneten Zustand. Das Dach hätte etwas mehr Design erfordert, soll aber rein aus Gründen der Gewichtsreduktion so geworden sein.
Der Rohbau ist jedoch umfangreich geändert worden, unter anderem mit Strukturelementen aus Kohlefaserverbundstoff. Der Wagen ist damit leichter als das Vorgängermodell, obwohl er steifer, sicherer und luxuriöser geworden ist. Der R8, und das unterscheidet ihn vom eingangs erwähnten Huracan, ist uneingeschränkt langstreckentauglich. Sein vorderer Kofferraum ist erstaunlich großzügig. Die Verstaumöglichkeit hinter den Vordersitzen entfällt bei der offenen Variante allerdings. Dort lässt sich die Heckscheibe elektrisch versenken. Übrigens auch bei geschlossenem Verdeck, und damit lässt sich der Klang des V10-Motors auch bei widrigen Wetterverhältnissen ungefiltert genießen. Fahrer und Beifahrer sitzen in einem großzügigen Cockpit, das mit seinem TFT-Bildschirm, dem elektrischen Wählhebel, eine ungewöhnlich kühle, futuristische Aura ausstrahlt. Die Bedieneinheit der Klimaanlage gibt uns noch immer Rätsel auf, denn warum sieht sie aus wie eine Zapfanlage für Softdrinks? Bei aller Perfektion ist die nicht mehr verfügbare 6-Gang-Handschaltung, die beim Vorgängermodell durch eine offene Metallkulisse geführt wurde, zu beklagen. Sie würde dem R8 Spider gut anstehen. Nicht zuletzt aus Gewichtsgründen, denn damit wäre der leicht untersteuerte Spider noch agiler. Ja, der R8 hat für Audi eine neue Dimension eröffnet. Es war der erste Supersportwagen für Audi. Die offene Variante war auch in der ersten Generation ein absoluter Hingucker. Für uns ist es entscheidend wichtig, dass wir in dieser Generation eine Parallelentwicklung des Serienfahrzeuges mit dem Rennfahrzeug vornehmen konnten. Über 50% der Teile, die Sie hier im Serienfahrzeug finden, sind aus dem R8 LMS, also dem erfolgreichen GT3 Rennfahrzeug, eingeflossen. Und da haben wir natürlich eine sehr gute Basis, die auch bei uns nicht nur designmäßig, sondern natürlich auch performancemäßig neue Spielräume eröffnet. Uns ist es gelungen, eben durch eine Mischbauweise beim Aluminium Space Frame mit CFK-Elementen das Leergewicht der Karosse auf 208 Kilogramm zu reduzieren und mit dem extrem leichten Stoffverdeck, das nur 44 Kilo wiegt, dieses Leergewicht auf 1720 Kilogramm zu drücken. Steifer, für uns ganz entscheidend. Wir reden hier über eine offene Variante, der aber in der Fahrdynamik einem Coupé in nahezu nichts nachsteht. Das erreichen wir über Versteifungen, die wir speziell in der A-Säule, im Scheibenrahmen und natürlich auch in den Schwellern haben. Der R8 Spider ist und bleibt ein absolutes Erfolgsmodell. Wir haben also in der ersten Generation rund ein Drittel der Fahrzeuge als Spider-Variante verkauft und rechnen natürlich auch mit diesem Fahrzeug in dieser Leistungsklasse und dem USP. Er ist ein Sportler im Maßanzug. Wir haben noch den freisaugenden V10-Mittelmotor, natürlich auch da, dass wir die wahren Fans natürlich weiter erreichen. Für die Kraftübertragung auf alle 4 Räder sorgt ein Doppelkupplungsgetriebe, an dem Automatikfreunde nichts bemängeln werden. Das 7-Gang-Getriebe peitscht die Gänge förmlich durch. Je nach vorgewähltem Fahrmodus wird herzhaft Zwischengas gegeben und beim Gas wegnehmen knallt es im Abgastrakt, dass es eine Freude ist. Und wer es diskreter liebt, erlebt im Comfort-Modus ein deutlich sanfter agierendes Getriebe. Mit hoher Präzision lenkt der Sportwagen in Kurven ein. Trotz Cabrio-Dach bleibt die Karosserie extrem steif und der Aufbau lässt sich auch auf unebenen Strecken nicht aus der Ruhe bringen. Die Kurvengeschwindigkeiten liegen extrem hoch und der R8 Spider ist auf engen Landstraßen ebenso zu Hause wie im obersten Geschwindigkeitsbereich auf der Autobahn. Immerhin konnten von der ersten Generation 26.037 Exemplare geschlossen und als Spider verkauft werden. Was aber das Konzerncontrolling nicht wirklich begeistern würde, schon eher jene, die an die Marke und ihr Image glauben. Diesbezüglich hat der R8 eine Menge geleistet. Er hat die Le Mans-Erfolge etwas greifbarer für den Audi-Kunden gemacht. Schade ist allerdings, dass Audi den großen Motor des R8 Plus nicht in den Spider verpflanzt. Die Begründung erscheint allerdings logisch, denn sicher kaum ein R8 Spider wird jemals die Boulevards verlassen und ernsthaft auf die Rennstrecke gefahren. Trotzdem hat das zum Vorgänger reduzierte Gewicht der Agilität ebenso gut getan wie der neu konstruierte Allradantrieb und das perfekt abgestimmte Fahrwerk mit einem Hinterachs-Sperrdifferenzial. Nun also, der Audi R8 Spider ist alles andere als die üblichen Boulevard-Cruiser. Er ist als einer der besten Supersportwagen der Welt auch rennstreckentauglich. Allerdings hätte es hier und da noch etwas mehr Engineering erfordert. Der Motor aber, der darf noch lange so sagenhaft brüllen.